Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video zeige ich euch, wie ihr wieder auf die Map kommt. Und zwar braucht ihr hierfür diese neuen Messer. Dann begebt ihr euch hierhin, wo ich bin. Ihr klettert auf dieses Geländer, Leute, von dieser Treppe. Macht es so wie ich. Dann dreht ihr euch hierhin und springt hier auf diesen Mast drauf. Das dauert vielleicht ein, zwei Versuche beim ersten Mal, aber das ist eigentlich ganz einfach, Leute. Wie gesagt, ihr geht hier aufs Geländer, springt hier Richtung Mast und haltet die Springen-Taste gedrückt, dann klettert ihr hier hoch. Dann geht ihr so ein bisschen zur Seite, klettert hier hoch, Leute. Und hier ist eine Barriere. Hier müsst ihr jetzt ganz vorsichtig so nach rechts und am Rand vorbeilaufen. Wenn ihr dann hier oben seid, dann könnt ihr hier komplett einmal rumlaufen, so wie ich es tue. Hier klettert ihr auch einmal rüber. Dann lauft ihr bis zum Ende. Hier springt ihr auch nochmal rüber. Hier klettert ihr auch einmal drüber, also lauft da vorbei. Hier geht ihr drauf, lauft nach vorne, klettert und dreht euch um und ihr seid hier ganz oben. Hier könnt ihr nun die Map erkunden oder ihr macht die Social Distancing Visitenkarte, bei der ihr 20 Runden lang keinen Schaden bekommen dürft. Hierzu nimmt am besten noch das schnelle Laufen Perk, damit ihr den Fallschaden vermeidet, falls ihr nicht hier hochkommt oder von hier runter wollt zu einem anderen Spot. Und ihr braucht natürlich einen Kollegen, der euch dabei hilft und die Runden pusht. Dann zeige ich euch nochmal einen anderen Spot, Leute. Und zwar könnt ihr hier runtergehen, einfach runterfallen, an diesem Gebäude drauf. Hier, und danach könnt ihr hier out of map gehen. Und das ist dieser alte Platz, wo ihr mit dem Ätherschleier rausgehen konntet. Hier an diesem Fenster, wo ihr dann hinter dieser Barriere hier an der Mauer die Zombies trainen konntet. Und wenn ihr wieder rein wollt, Leute, hier drinnen seid und wieder in die Map rein wollt, das ist auch ganz einfach. Und zwar müsst ihr hierfür nur dahin rennen, wo ich jetzt hinrenne. Ihr könnt euch hier an diesem Fenster hier orientieren. Dann lauft einfach den ganzen Weg hier runter. Das könnt ihr dann am Ende machen, wenn ihr dann Runde 20 gemacht habt. Also ganzen Weg hier runter gehen, dann hier runter, und wenn ihr dann hier runter lauft, dann seid ihr hier in der Map wieder. Ich spawnt an dem Teleporter. Eine Sache gibt es jedoch noch zu beachten, und zwar, wenn ihr hier hochklettert auf diesen Mast und hier rüber wollt, kann es mal sein, dass ihr, wenn ihr zu weit nach rechts geht, hier runterfallt und nicht mehr rauskommt. Ich zeige euch jetzt, wie ihr hier rauskommt, und zwar müsst ihr hierfür an diese Wand gehen, Anlauf nehmen und die Springen-Taste drücken, so dass ihr hier hochklettert. Von hier aus rennt ihr hier rüber, Leute, springt dann hier rüber und klettert hier wieder hoch und ihr seid wieder draußen oder oben, je nachdem wie ihr es wollt. So, das war's dann aber auch mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, schreibt mir doch einen Kommentar, lasst einen Like da und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video oder im nächsten Stream. Ciao und bis dann.